Guten Tag. Für die Kommentare, danke, danke, danke. Leider geht Schwilling zu Ende. Also, ich will da nicht jemanden favorisieren, auf keinen Fall, aber ich muss sagen, Zwillinge sind irgendwie sehr, sehr interessante Menschen. Und es ist immer lustig mit dem Zwilling. Ich habe schon erwähnt, wenn du irgendwo ausgehst, da hast du mit Zwilling auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mit anderen Sternzeichen weiß ich nicht, das ist so, manchmal geht es um eine Zickereien und Recht haben und besser wissen. Also ich mache keine Ausflüge mit Leuten da, mit verschiedenen Sternzeichen zu viert oder zu sechs, mit dem Zug fahren oder mit dem Bus irgendwo nach Schwerin oder egal wo. Das mache ich nicht, weil es kommt immer zum Streit. Aber mit dem Zwilling ist es doch lustig, weil Zwilling ist eine sehr, sehr amüsante Person. Er will immer etwas sagen, hatte auch etwas zu sagen, deswegen Zwillinge sind sehr gute Journalisten und Reporter im Fernsehen, weil sie sehen das alles aus zwei Seiten. Es ist typisch für einen Zwilling, wenn jemand ein Problem hat und den Zwilling das erzählt, dann Zwilling sagt oft, du, weißt du was? Du musst das so sehen wie mit einem Film und so gucken, als du einen Film sehen würdest. Eine Seite und die zweite Seite und eine Seite von der Seite vom Regisseur. Das musst du so gucken wie ein Film und dann musst du sagen, was denkst du über diese Person? Dann kriegst du alles beantwortet. Und diese Spaltung, das Alternieren, ist sehr typisch für den Zwilling. Deswegen Zwilling weiß oft nicht, was er überhaupt ist. Ist er ein Künstler? Ist er ein Intellektueller? Ein Wissenschaftler? Ein Mystiker? Weiß man nicht, weil Zwilling weiß das auch selbst nicht. Wie ich schon gesagt habe, diese Spaltung, wie in dem Lied "Send in the Clowns". Ich endlich mal auf der Erde und du halb im Himmel. Diese zwei Seiten, diesem Lied wiederholen sich ständig. Bin ich der eine, der hier herumliegt und nichts macht und du bist wieder da oben und flitzt doch herum und machst du alles schnell. Also das Lied ist so, meiner Meinung nach, ein Lied für die Zwillinge geschrieben. Oder vielleicht von einem Zwilling, weiß ich nicht. Also Sondheim, Stephen Sondheim hat das Lied geschrieben, aber ich weiß nicht, was er für Sternzeichen war. Auf jeden Fall, ich muss sagen, das Alternieren und das Hin und Her ist sehr interessant für den Zwilling und bei dem Zwilling. Und die Leute, die gebunden sind und den Zwilling lieben und den haben wollen, für sich, für immer, die leiden natürlich und haben ja beschissenes Leben. Aber andere Leute, die nur so nebenbei sitzen und sich das alles anschauen, die finden das alles lustig. Man darf sich da nicht zu sehr binden, weil das ist, wie ich gesagt habe, ein Schmetterling. Und wie ich gesagt habe, Schmetterling ist kein Nutztier. Schmetterling ist nur dafür zu bewundern und zuzuhören. Man kann sich amüsieren. Du darfst das nicht ernst nehmen. Ja, es ist sehr schön, wie eine tolle Vase, die du dir gekauft hast, irgendwo auf einer Auktion. Vielleicht ist das eine schöne Ming-Vase für ein paar tausend Euro. Die kannst du irgendwo hinstellen und immer wieder gucken. Oder es gibt wunderschöne Bilder. Egal, was das ist, ob das Sonnenuntergang ist oder tiefer Wald, egal was, oder Sonnenblumen, da kannst du dir ein Bild kaufen und immer gucken. Und Zwilling ist auch so eine Person. Er bringt dir Unterhaltung und er bringt dir ein schönes Leben. Was sehr interessant ist bei Zwillingen, viele Zwillinge haben tiefe und feine geistige Intuition. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen spirituellen Halleluja-Programmen und Coaching und irgendwelchen Seancen. Nein, 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 nein. Sie haben einfach eine tiefe geistige Intuition.
Also als Beispiel, Zwilling geht zum Kardiologen und Kardiologe sagt, dann verschreibe ich Ihnen 12,5 Milligramm von der und der Tablette. Und Zwilling sagt, wissen Sie was, meiner Meinung nach 25 wäre besser. Warum? Mein Bauchgefühl. So denke ich. Okay, und dann verschreibt der Arzt 25. Und das ist wirklich besser für den Zwilling. Also Zwillinge haben feine Intuition. Als Beispiel, wenn, bevor Zwilling zum Arzt geht, egal, Kardiologe oder Augenarzt oder ein anderer Arzt, er weiß schon, wie das ausgeht. Viele Leute fragen, und wie war es? Ja, so wie ich gedacht habe. Der Zwilling weiß das wirklich. Er weiß, ich gehe heute hin, aber ich habe keinen Krebs, das weiß ich. Ich gehe heute zu dem und dem Arzt, Augenarzt, aber ganz da habe ich nicht. Nein, es ist da etwas, aber es geht nicht um eine Operation am grauen Star, das nicht. Und Zwilling hat überall ein Gefühl. Er trifft jemanden, weil er daten will, aber er sagt, eigentlich brauche ich nicht hinzugehen, weil das wird alles nichts heute. Also das wird auf jeden Fall eine Pleite. Und er geht hin und es ist wirklich eine Pleite. Das war nichts. Es ist zu nichts geworden. Jeder hat für sich bezahlt und das war so blöd und das Gespräch war blöd. Das weiß Zwilling vorher. Also bei Zwilling geht es um das Einfühlen in eine andere, höhere Welt. Weil Zwilling hat das Gefühl für das Ewige, für die verborgenen Strömungen im Leben. Oft hat er Angst davor, weil, wie ich gesagt habe, bevor er hingeht auf so ein Date, weiß er, das wird nichts, das wird blöd. Und es ist wirklich so. Und das alles, das Vorahnen, hat Zwilling auf jeden Fall im Bauch, in sich. Er weiß, wie das schon ausgehen wird. Und auch irgendwelche Freundschaften, die er jetzt da anfängt. Er weiß, wie meine Mutter immer gesagt hat, aus diesem Mehl wird kein Brot. Er weiß, das wird nichts. Und wenn er eine Liebesaffäre anfängt, er weiß, aus dieser Liebesaffäre wird auch nichts. Also viele Sachen weiß Zwilling schon vorher. Und das ist, was ich sage, ein wunderschönes Gefühl, das tiefe, feine, geistige Intuition. Aber für heute ist die Zeit um.